Na gut. Ich würde als Entdeckung des Jahres, würde ich sagen, so ein bisschen die neuartigen Wolken, die so inzwischen so existieren, in Form von solchen Anbietern wie Linode oder DigitalOcean oder dem Rennebeuf vom Franzosen. Ja. Und dass du dir also wirklich Ach so. für Ja. Run Above, so. Ja, da muss ich mal kurz jetzt das überlegen, was Warte das mal, hier Mütze, ja. ist. Mütze wieder aufsetzen. So, sehr gut. Und Das muss auch jedes Mal aufgesetzt werden, oder? Wenn das Wort Frankreich. Ich hätte vorhin schon Rennabwurf. bei den Steuersachen jetzt schon, als das Wort Frankreich fiel, sofort. Ja. Das ist eigentlich ein Skandal, was wir hier gemacht haben. Ja. Wir können gleich mal den Käse holen, wenn der Schweizer in Griechenland und Gyros spießt und. Und wer zahlt dann eigentlich die Mehrwertsteuer? Ja. Ja, wenn der Franzose einen Schweizer Gyros-Spieß In 10 Minuten. in 10 Minuten, wenn er in den Gyros-Spieß einsteigt, über die Grenze fährt. ja, wer zahlt die Steuer? Man ja, weiß es nicht. Das ist ja wirklich die berechtigte Frage. So, also, nee, also ich wollte damit sagen, ja. Nee, man könnte ja allerhand Scherze über Vorlieben zum Steuerzahlen machen in diesem Zusammenhang, aber das habe ich mir jetzt verkniffen. Man könnte zum Beispiel auch sagen, es ist ja fast schon, also man darf ja keine Vorurteile haben, ja. Aber wenn man das Vorurteil hat, dass der Franzose sowas mal gerne, der Franzose, ja, der etwas lockere sieht, ja, und dann kommen halt von dem französischen Serveranbieter die Rechnungen Monate zu spät. Ich meine. Ja. Dann fühlt man sich bestätigt und dachte sich, oh, es hat sich gelohnt, das Vorurteil zu haben. Ja, so funktioniert es mit Länderklischees, funktioniert es ja immer so. Ja, du hast immer so Sachen im Kopf und dann passiert so eine Sache. Ja. Im Moment werden ja im US-Fernsehen auch wieder viel, ist ja viel German-Erklärungssachen angesagt. Und die sind immer sehr unterhaltsam. Das dieses ist jetzt Krampus, einige. Dieses Krampus-Video, oder? Krampus sehr, wurde durchgereicht, ja. Wetten, genau. Das wurde erklärt. Und der. Wie hieß er? Der Herr Walz. Walz. Der musste auch den Unterschied zwischen Deutschen und Österreichern erklären. Das war auch nicht uninteressant. Ja, also das ist immer schön, aus der Fernwahrnehmung das mal zu analysieren. Ja, aber ich finde es schön, dass Sie wenigstens verstanden haben, worum es da, was Wetten das ist, weil ich glaube kaum, dass der Großteil der deutschen Bevölkerung da das bis heute gepasst hat. Also das ist immer noch so. Das ist immer noch so Shellshock, wo wir alle, in dem wir also festhängen. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht, ich habe ja Wetten, also wenn wir jetzt da ein bisschen abweichen möchten. Ich denke, der Weg von Wolken dahin ist. Zu Wetten, das, also das ist ja schon irgendwie, also ich habe hauptsächlich Gottschalk mitbekommen. Ja. Ja. Also ja. Wenn, ich weiß nicht, wie das, wenn du mal so eine alte Aufzeichnung von so einer Elstner-Wetten, das siehst. Das war auch noch mal ein bisschen dröge. Ne? Also das war ja, schon aber ganz im Ernst, wer kann denn ernsthaft mit Elstner umgehen? Und das ist schon eine harte Herausforderung gewesen, das noch dröger zu machen. Aber Lanz hat's. Ich habe nie eine Lanz-Wetten gesehen. Nee, ich auch nie. Um Himmels Willen. Ich habe diese Sendung, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich glaube, das ist also ist auch wirklich das allerletzte, was man jemals machen sollte. Wie ist der Kasper, der das zwischen Lanz und Gottschalk gemacht hat? Lippert. Okay. Wer ist denn das? Ja, siehst du mal. Lippert. Wolfgang Lippert. Irgendwie, wenn du im Tal der tiefsten Verzweiflung bist, ja, dann sagst du nämlich, jetzt schaue ich Wetten, das. Ja, ich meine, da war halt irgendwie Michael Jackson zu Gast, das weiß ich, das habe ich damals gesehen. Ja, ja, Michael Jackson in einer deutschen Fernsehsendung. Ja. Aber es gab halt auch noch Michael Jackson, das gibt's auch nicht mehr. Das ist richtig, ja. Und ich meine, der Gottschalk ist ja schon so eine Erscheinung, ja, also das muss man sich auch erstmal trauen, sowas anzuziehen. Das ist richtig, aber das hat er auch mit einer Souveränität gemacht. Also das ist ja das Einzige, was man dem der ganzen Sache schon lassen muss. Und er hatte ja auch so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen seltsam war, Talent mit den Menschen umzugehen. Und auch da als diese schreckliche Sendung war, wo da dieser Wettteilnehmer verunglückt ist, das war so das erste Mal, wo man gesehen hat, der Gottschalk, der hat das nicht alles auswendig gelernt, was er da macht, sondern der weiß, mit diesem Medium umzugehen. Und das war so das leider das letzte Mal, aber so das erste Mal, wo man so gemerkt hat, okay, der ist nicht einfach nur eine Marionette von so einem Haufen Witzeschreibern und einem ziemlich blinden
Bekleidungsberater, sondern der kann das wirklich, was er da tut. Ich weiß auch nicht, also es waren ja beide Jauch und Gottschalk beim Bayern 3. Ja. Und die Übergaben sollen so legendär gewesen sein. Das habe ich aber nie wirklich selber gehört. Ja, also die Übergabe zwischen der Sendung von Gottschalk zu Jauch, da haben sie miteinander geplaudert. Das war wohl sehr gut. Also auch so ein Grund, wieso dann Gottschalk irgendwie na sowas bekommen hat und dann Wetten, dass bekommen hat. Mhm. Weiß nicht, was das ist, das so diese Radiogeschichte. Ich meine, Jauch kann ich mir auch schwer im Radio vorstellen. Und wenn du dir halt so 80er Jahre Radio, damit bringe ich halt vor allem Powerplay in Verbindung. Ja? Und dann ist es schon wieder ganz woanders. Ja, das war. Ja, weiß ich nicht. Wie sind wir darauf gekommen? Die Wolke? Die Wolke. Nun gut, ich... Irgendwie über die Frankreich-Schiene. Ja, also egal. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, es gab natürlich jetzt, oder es gibt schon eine ganze Weile solche Wolkendienste, sowas wie AWS, wo du halt stundenweise, monatsweise Maschinen, virtuelle Maschinen in variabler Größe dir irgendwie zurechtklicken kannst und dann bekommst du irgendwas. Aber jetzt gerade bei AWS, so im Vergleich, ist halt dieses EC2-Modell sehr kompliziert. Ja. Ja, also das willst du eigentlich nicht von Hand machen, sondern du willst es nach Bedarf irgendwie automatisch rauf und runter skalieren und das wird dann schon sehr schnell sehr kompliziert und geht über das hinaus, was ich jetzt brauche. Ja. Und dazu kommt halt, dass bei AWS die gleiche Hardware sehr, sehr, sehr teuer ist im Vergleich zu, ich mache einen Jahresvertrag beim Hetzner und miete mir einfach das Ding dort in einem Regal. Und möglicherweise auch, ich weiß nicht, auf was für eine Hardware der AWS wirklich läuft. Beim Hetzner ist das halt irgendwie so ein alter Spiele-PC, der übrig ist, ja. Mehr oder weniger. Nee. Und da ist jetzt eben was passiert. So dass das langsamste Element in so einem gemieteten Server, die Festplatte, die ist jetzt auch durchgehend eigentlich eine SSD. Mhm. Das heißt, du spürst weniger schlimm, dass auf der gleichen Kiste noch sehr viele andere User drauf sind. Es gibt jetzt tatsächlich sinnvolle Möglichkeiten, solche Maschinen in stundenweise zu bezahlen. Du hast irgendwie jetzt bis und so 400, dann kaufe ich mir jetzt eine dicke Maschine für einen Tag. Mhm. Das ist jetzt ohne Probleme möglich. Das ist einfach ein kleines Webinterface, was man klicken kann und gut ist. Und die performen auch. Und früher war es ja auch so, zumindest vorurteilsmäßig, du kaufst dir irgendwo eine virtuelle Maschine und dann ist die langsam, weil die zu viele virtuelle Maschinen auf der gleichen Hardware installiert haben. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Und jetzt ist die nächste Frage, wenn du dann sowas hast, was installierst du auf dem Ding? Und das ist halt mit Docker sehr viel einfacher geworden. Du kannst halt jetzt wirklich sagen, auf einer virtuellen Maschine habe ich jetzt viele Docker-Container. So virtuelle Maschine in virtueller Maschine ist ja auch nicht so einfach oder unmöglich. Mhm. Aber du kannst jetzt in einer virtuellen Maschine kannst du viele Docker-Container laufen lassen. Und die sind auch portabel. Mhm. Also die sind relativ, jetzt sagen wir mal, alles was unter Linux oder auch mit diesem Boot-Docker dann auf dem Mac und hin und her Linux-virtuelle Maschine läuft, ist alles irgendwie portabel. Und ich kann jetzt halt einen Server nehmen, wo ich weiß, der funktioniert, tue den in eine TAR-Datei, schieb den mit SCP rüber und fertig. Und auf der anderen Seite läuft er genauso. Und das gab es halt früher nur kompliziert. Ich sage es mal so, bei vielen Leuten, die jetzt TAR-Datei und SCP gehört haben, die finden das auch sicher auch kompliziert. Und ich muss gestehen, jedes Mal, wenn ich mich mit Docker beschäftige, ist auch kompliziert. Aber im Vergleich zu dem, wie es früher halt war, ist es schon schön. Auch trotz der ganzen Security-Fu, der jetzt momentan so irgendwie dem Docker um die Ohren fliegt. Aber sie sind da ja auch sehr hinterher, muss man ja auch sagen. Ja, und da bewegt sich zumindest was. Es gibt jetzt auch wieder so von dem... Von dem Core OS hatte ich auch mal hier erzählt, das ist also ein sehr minimales Linux, was sich drum kümmert, möglichst gut solche Container laufen zu lassen. Die kümmern sich jetzt auch drum, die sagen, denen ist jetzt Docker wieder zu komplex, das macht zu viele verschiedene Sachen. Die bauen jetzt ein eigenes Containersystem um diese Linux-Container drumherum. Ist auch so, ich glaube, in dem Fall ist da mehr Auswahl, mehr gut. Und ich habe jetzt also zum Beispiel eben erfolgreich die Bitson 400 über so ein Ding gestreamt, hat wunderbar funktioniert. Ich habe mir jetzt alles, was ich jetzt seit 2, 3, 4 Monaten installiert habe, habe ich in solche Container reingeschmissen. Und ich weiß, wenn der Provider jetzt irgendwie blöde wird oder ich will das umziehen, weil die Kapazität nicht reicht, dann nehme ich das, schmeiße ich das über SCP auf eine andere Kiste und es geht. Mhm. Und auch relativ wurscht, was da jetzt läuft. Da kann drunter ein Ubuntu oder ein, was weiß ich, Red Hat oder sonst was laufen. Ist egal, das geht. Und das finde ich sehr... angenehm. Ich habe jetzt gerade meinen Blog umgezogen vom Uberspace zum Runabuff und
ist einfach direkt mal schneller. Ja, und jetzt, wenn Runner Buff blöd wird, dann nehme ich das Ding und ziehe es woanders hin. Das ist eine ganz coole Sache, ja. Und es ist halt jetzt, also Runner Buff, kleinste Maschine kostet halt $2.50. Ich habe das andere Ding bei Atlantic, das kostet $1. Mhm. Und das ist halt sehr, sehr wenig und dafür gibt es schon relativ viel. Und ja, das ist halt alles schon so schnell, dass es für die meisten kleinen Sachen reicht. Ja. Und das finde ich sehr toll. Und damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, so weiterhin so Jahresvertrag, Servermieten und solche Sachen, das bleibt jetzt so. Und auch die großen Wolkenanbieter, also irgendwie Amazon und Google und Dingsbums, haben jetzt eben auch solche Mechanismen, um einen Container zu nehmen, den in deren Wolke hochzuladen und zu sagen, von dem Container gib mir jetzt 10 Stück. Also wenn es wirklich groß wird, dann kannst du dort auch in deren Wolken stundenweise irgendwelche Container laufen lassen. Und das finde ich schon sehr, sehr angenehm. Und auch jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit dem Fire TV, werde ich zum Beispiel auch den Stream testen müssen. Aber ich will jetzt nicht den normalen Stream, die Sendung, die wir gerade aufzeichnen, dann wegschmeißen. Sondern ich werde mir einfach den Container nochmal starten auf einem anderen Port. Ja. Und dann kann der halt woanders hinschreiben und ich kann mit dem testen. Ja. Sehr nett. Docker mit dem Wal. Das Icon ist so ein Wal, der Container auf dem Rücken trägt. Also wie ein Containerschiff, das ist so die Idee. Sehr toll. So.